Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei Cosmic Matrix, bei den Engelkartenlegungen. Meine Kollegin Nima Soraya und ich. Sag mal hallo. Hallo ihr Lieben, ich bin sehr froh und glücklich, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin auch froh, dass du da bist. Wir wollen euch heute das Jahresreading machen, dass wir einen Überblick über 2018 geben. Und ich habe hier schon eine kleine Kerze angezündet. Da steht eine 2018 drauf, weiß nicht, ob man es noch sieht. Und genau, wir haben euch das heute hier aufgebaut. Du hast hier auch die Möglichkeit, am Ende eine individuelle Botschaft zu ziehen. Und es geht hier so im Kreis herum mit der Blume des Lebens. Und wir fangen hier oben bei 1 Uhr an mit Januar. Und dann geht es so wie die Uhr rundherum und hier enden wir wieder mit dem Dezember. Ich selber habe keine Karten angeschaut. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Und die Nima wird auch ihre Karten hier zeigen. Die hat ja ganz tolle Karten gemacht mit Energie drin. Und sie zieht sie dann immer noch in dem Moment dann. Genau, das mache ich dann. Und die Nima ist auch Medium und Feng Shui-Meisterin und macht ganz viele Sachen. Und ich bin ganz gespannt, welche Inspirationen da kommen. Genau, alle Karten findest du unter dem Reading drunter. Wenn du die haben willst, zum Beispiel die von Nima, die hat sie ja selber gemacht, dann kannst du sie anschreiben. Ihre E-Mail-Adresse werde ich auch mit runterschreiben. Und was wollte ich noch sagen? Ja, willst du was sagen zu dem Jahr? Was ist denn das für ein Jahr vom Feng Shui her zum Beispiel? Vom Feng Shui her, momentan sind wir ja noch im Jahr des Feuers. Hans. Und ab dem 4. Februar kommen wir in das Jahr des Erdhundes, wobei die Energie nicht sofort am 4. Februar umschwingt, sondern man kann jetzt schon allmählich die neue Energie fühlen, spüren. Der Erdhund, der ist viel gediegener, ruhiger, gelassener. Ja, wie ich schon sagte, Erde, das ist das Element Erde, das ist so. Es geht viel um Tradition, um alte Werte, um Familie, Freundschaften, Zusammenkunft, auch, dass man sich miteinander einigt. Ja, es sind einfach, es wird ruhiger allgemein, ruhiger, vorsichtiger, es wird nicht mehr so ganz schnell Entscheidungen gefällt oder nicht mehr so dynamisch wie in dem jetzigen Jahr, also im vergangenen Jahr war oder auch das Jahr davor. Das waren ja alles so feuerbetonte Jahre und jetzt kommen wir in die Erde rein. Das heißt, das ist das Ergebnis, die Früchte der letzten Jahre, oh, die zeigen schön. Sich. Man kann ein bisschen ruhiger machen, eine Gangschaltung runterschalten oder wie man das so schön sagt. Und vor allem, was sich empfiehlt, ist, dass man auch einen gesünderen Lebensstil führt, mehr schlafen, weniger essen, weniger oder gar kein Alkohol. Also ich meine, jeder so, wie er es möchte natürlich. Aber durch die Erde werden die Verdauungsorgane, Magen, Darm, Milz ein bisschen mehr beansprucht. Sie sind die Rücken im Vordergrund und darauf sollte man mehr achten. Ja, natürlich verändert sich auch die Energie in den Häusern, aber das ist jedes Jahr so in Feng Shui, dass sich die Jahresenergie nochmal komplett neu aufmischt, monatlich und täglich auch, aber eigentlich die Jahresenergie ist das Wichtige. Also wenn ihr Interesse habt, ich kann euch das vielleicht durch Cindy zukommen lassen per E-Mail als PDF. Ich habe eine PDF-Datei angefertigt, Deine E-Mail schreibe ich Follower, ja auch drunter. Ich habe deine E-Mail-Adresse genau. Auch drunter, da können sie dich ja anschreiben. Oder über dich oder über mich, dann bekommt ihr die PDF-Datei mit diesen ganzen Himmelsrichtungen und meine Tipps dazu. Natürlich toll. Ist es ein bisschen allgemein gehalten, weil das ja immer individuell gemacht wird für jedes Haus und für jede Person, aber die hier sind eigentlich allgemein so gültig. Toll, also hört sich gut an. Ja. Klingt super. Und wir haben ja auch astrologisch das Venusjahr soll jetzt kommen. Also ich bin selber keine Astrologin, aber ich fühle schon, jetzt die 3 Tage, die wir jetzt hier im Januar haben, es ist eine ganz neue Energie. Mhm. Fühlt sich sehr schön an. Ja, und deswegen habe ich auch, weil wir Venus-Energie haben, hier mal den Hintergrund gewählt mit der Blume des Lebens im Pink. Wunderschöne Farbe. Ja. Und
sind schöne Karten dabei, nicht zu viele und wunderbar. Ich möchte noch vorneweg auf unseren Workshop verweisen, den wir zusammen wieder machen mit Visionen nach Feng Shui, ein Vision Board gestalten. Am 25. März wird es sein. Genau, das kann ich euch schon mal sagen. Und wir planen zusammen hier in München einen Quantenabend zu machen und haben uns so auf den Dienstag jetzt da eingependelt. Und wenn wir den ersten Termin haben, geben wir euch den auch bekannt. Gut, ich will dir mal die Steine kurz zeigen, wo du auswählen kannst. Und am Ende werde ich dir vorstellen, also hier ist der Botswana-Achat, der ist so rosa in Schichten. Der wird gebrannt und eigentlich ist er weiß. Dann habe ich hier so einen weißen Opal. Und hier haben wir so einen, ja, gute Frage, auch einen orangenen Achat, glaube ich. Genau. Dann würde ich dich wieder einladen, eine ganz kurze Ankommensverschnaufmeditation zu machen, wo du deine Engel hier auch mit einlädst und dich kurz entspannst und aufrecht hinsetzt und vielleicht nochmal spürst, welcher Stein dich gerade anlacht, damit du dann die Botschaft am Ende siehst. Wenn dir das zu lang dauert, dann spulst du ein bisschen vor, bis wir anfangen. Aber es geht nur ganz, ganz kurz. Okay, wenn du mitmachen möchtest, dann setz dich gerne aufrecht hin, schließ deine Augen. Mach deine Beine parallel, die Arme parallel, dass deine Energien besser fließen. Atme einmal tief durch. Ja, verbinde dich gerne mit der Erde, über Wurzeln oder wie auch immer du das für dich tust. Lass dich tragen, lass dich nähren. Laden wir alle die wunderbaren Energien des neuen Jahres ein, die Liebesenergien und die Erdhundenergien. Ja, so schöne Hunde, das ist doch was. Freue ich mich schon. Genau, und wenn du möchtest, kannst du auch eine Hand auf dein Herz und eine Hand auf deinen Bauch legen. Deine Atmung spüren, dich selber auch mit Liebe fluten aus deinen Händen. Und ich lasse dir einfach drei Wünsche frei für dieses Jahr, was du für eine Qualität anziehen möchtest. Ich möchte es gerade nicht vorgeben, denn du kannst das manifestieren, was du am allermeisten brauchst. Und du kennst es schon, wir atmen immer ein, eine Farbe und eine Qualität, die du gerne mehr hättest. Dann halte ich die Luft kurz an und dann speichert sich das im ganzen Körper ab. Und dann, wenn du ausatmest, lässt du nochmal die Schultern los und atmest durch den Mund aus und lässt alles los, was du nicht mehr brauchst im neuen Jahr, in diesem Jahr, was du einfach nicht mehr haben möchtest. Und ja, einige dich mal mit dir selber auf die erste Farbe und Qualität deiner Wahl. Spür kurz nach. Was brauchst du 2018? Und wenn du das hast für dich, also ich sage jetzt mal sowas wie Freude, Mut, Kraft, Gesundheit oder so, und dann wähl eine Farbe dazu und dann atme jetzt diese Qualität einmal ganz tief durch die Nase ein, in deinen Bauch, halt die Luft an, speichere es in deinen Zellen. Und dann atme alles aus, was du gerade nicht mehr brauchst. Und dann einige dich mit dir selber auf die zweite. Aber mach das in so einer Leichtigkeit, ohne Anstrengung. Was einfach kommt. Und das kann sich ja auch immer wieder ändern, wenn du es nochmal schaust, das Video. Dann nimm das nächste jetzt, deine neue Farbe. Atme tief ein durch deine Nase bis in den unteren Bauch hinein. Speichere die Energie in dir und lass alles los, was du nicht mehr brauchst. Und ein drittes Mal, denk auch an die Liebe natürlich, atme das ein, was du in dir vervielfältigen möchtest für Gefühle. Ganz tief durch die Nase jetzt. Speichere es in dir und dann atme alles aus, was du nicht mehr brauchst. Wunderbar, du kannst gerne die Augen geschlossen lassen.
weiter deine Hände auf dir lassen, dich mit Liebe fluten lassen. Ruf doch jetzt hier die Engel für 2018, für die Liebe, für Job, für alles ganz nah, die jetzt einfach dich unterstützen können. Oder Kraft, ihre Geistführer, aufgestiegene Meister. Ja, bitte um Führung, um Liebe, um Schutz. Und dann lausch in dich hinein, ob links der rosane Stein, in der Mitte der weiße oder rechts der orangene Stein noch mal deine persönliche Information enthalten. Und ich werde ganz kurz die Klangschale ein bisschen anschlagen. Und du spürst einfach kurz nach und entspannst dich. Los geht's. Ja, dann atme noch einmal ganz sanft ein und aus. Ja, öffne gerne deine Augen, wenn du so weit bist. Schau, wo dein Blick hingeht oder was du wahrgenommen hast. Genau, da liegt deine Information für dich. Und dann fangen wir mal an, weil wir haben ja hier eine Menge vor uns. Spannend. Hast du auch Engel gerufen? Ja, natürlich. Genau, wir haben ja schon vorher ein bisschen meditiert hier und auch schon Engel gerufen gehabt. Aber irgendwie kommen dann immer noch mal welche. Ich fange mal an mit Januar. Ja. Okay, ich drehe die mal alle gleich um und dann deuten wir die zusammen. Also wenn dir irgendwas einfällt, kannst du auch mitreden. Mhm. Den muss ich immer nachschauen. Hier haben wir einen grünen Engel. Den schauen wir gleich nach. Oder magst du den nachschauen? Engel Nummer 49, gebe ich dir mal das Heftchen. Dann haben wir eine Karte, die heißt Geburt. Wow. Und für die Liebe haben wir die Karte Unerwiderte Liebe. Wie heißt denn der erste Engel? Herzensgüte. Herzensgüte. Güte kommt aus einem großen Du und einem kleinen Ich in Verbindung mit Selbstlosigkeit und der Kraft der Liebe. Okay. Also Herzensgüte wächst im Januar in uns. Dann haben wir hier die Karte für Neugeburt oder Geburt. Hier wird gerade Maria verkündet, dass sie Jesus gebären wird. Also das steht halt für Anfänge, für Neuanfänge im Beruf, für neue Ideen, für neue Projekte. Es kann auch wirklich sein, dass Kinder kommen, dass jemand schwanger wird. Es spürt sich aber auch in der Liebe an, dass etwas endet und etwas Neues beginnt. Und zwar, das war auch in der Monatsbotschaft hier für den Januar, dass das Thema, dass man sich nicht geliebt fühlt, rausgeht. Und so verstehe ich das auch, dass Neue ist, dass du dich mit deinem Herzen wieder verbunden fühlst und die Liebe wieder in dir erwacht. Würdest du das auch so wahrnehmen? Was bekommst du denn? Ich habe jetzt bei der Geburt, bei dieser Karte bekommen, Geburt des neuen Jahres. Also dass das wow. Jahr jetzt ganz frisch ist, wie ein neugeborenes Baby. Mhm. Das ist es auch. Es fühlt sich auch so an. Wenn wir Liebe annehmen mit unserer Herzensweisheit, dann können, also ich würde es jetzt einfach ergänzend dazu sagen. Ja, sag doch. All das Ungeliebte vom letzten Jahr vorbeiziehen lassen, weil jetzt das neue Jahr umarmt wird. Mhm. Schön. Okay, das wunderbar. Kam jetzt einfach so durch. Toll. Also klingt sehr nach einem schönen Neustart. Und dann würde ich dich bitten, von deinen Karten nach uns eine dazu zu ziehen. Ich lege die hin. Also wunderbare Neustart-Energien. Vielleicht werden auch die ein oder anderen schwanger oder beginnen ein neues Business. Das ist total spannend. Das oh. passt dazu. Was hast du? Transformation. Transformation. Also was es auch ist, was dich bekümmert oder was dich stört, stell dir einfach vor, du schickst es weg in die Transformation, in reines Licht. Mhm. Und dann lass das diese neue Stelle durch frische, gute Energie ersetzt werden, durch das, was für dich gut ist.
Also etwas geht raus, es passt ja auch zu Ja, dem das passt, unerwiderte Liebe, genau. dass das nochmal Einfach all rausgeht. das, all die Themen, die im letzten Jahr dich belastet haben, die schickst du auch weg Toll. und lädst dazu neue, frische Energie, neue Visionen, Wünsche ein. Ja, wunderbar. Ja, nutzt den Januar auch nochmal dazu, wirklich was gehen zu lassen. Wenn du es nicht in 2017 gelassen hast, dann ja, mach doch nochmal so ein Ritual, was du jetzt gehen lassen willst. Dann fangen wir mal mit dem Februar an. Schauen wir mal. Da haben wir Engel Nummer 22. Wow, der sieht aber schön aus. Einen ganz farbigen, bunten Engel. Und dann schauen wir. Von Gabriel kommt die Karte Inspiration. Und von der Liebe kommt die Info in Bälde. Okay, und du? Was hast du noch? Gesetz der Anziehung. Du ziehst an, was du immer auch fühlst. Also schwing dich ein in deine Herzenswünsche. Das passt sehr gut, weil hier soll man sich ganz klar nochmal darauf ausrichten, was man wirklich Das will. ist Du wirklich. ziehst genau das Ja. an. Also sie hat die gerade jetzt gezogen. Ja. Ich habe die anderen Nicht vorher verdeckt. gezogen. Toll. Das ist einfach das Resonanzprinzip, dass die Das passenden Karten. passt. Welchen Engel haben wir denn hier? Das ist Engel der Lebensfreude. Ach, wie Es schön. geht um das freudvolle Erfahren aller Situationen. Ist etwas schwer? So packe es an und wachse. Geh einfach weiter, denn du bist es wert. Toll. Passt auch. Also wenn du dich auf die Freude ausrichtest, ja, dann wirst du mehr Freude anziehen. Super. Was inspiriert dich? Das ist die Karte von Gabriel. Da geht es auch immer ein bisschen, die habe ich jetzt hier als Berufskarte genommen. Was inspiriert dich wirklich? Also welche Ideen gibt dir das Göttliche? Vielleicht hast du noch mal, es kommt mir jetzt hier noch mal wirklich im Beruf ganz neue Ideen. Ja, und dann sei dir gewiss, wenn die durch einen Traum, durch eine Vision auftauchen, das hat einen Grund, warum du diesen Wechsel vornimmst oder diese Neuerung machst. Das wird gebraucht, das ist wichtig. Und die Freude wird dich dabei führen. Das ist etwas, was dir Spaß macht, was einfach, ja, dem, wie soll ich sagen, je höher deine Schwingung geht, umso mehr Freude wirst du verspüren. Vor allem, ich sehe die Verbindung zum Januar. Wenn man das Alte loslässt, dann entsteht Platz für etwas Neues und dann Ja, kommt die Freude und die neue Inspiration auch rein. toll. Und richte dich einfach klar aus auf das, was du willst, damit das Universum dir antworten kann, ja? Das ist die Energie vom Februar. Und im Februar fängt ja auch das chinesische Jahr an, ne? Genau, Mit das ist dem Hund. komplett neue Energie. Da fallen die Würfel neu. Toll, also richte dich da klar aus. Dann kommen wir in den März. Da haben wir einmal diesen Engel. Wow. Das ist ja eine total schöne Karte. Streben Streben. heißt der Engel. Dann haben wir von Gabriel die Karte Editor. Also hier wird geschrieben. Und von der Liebe haben wir die Karte Flitterwochen. Das sieht doch gut aus. Wow. Und was hast du noch? Mal schauen wir, was noch kommt. Treasure, also Treasure. die Schatztruhe. Wow, eine Schatztruhe kommt noch Passe dazu. gut auf deine Ideen auf. Sei dir bewusst darüber, dass du wertvolle Ressourcen hast und aktiviere deinen inneren Diamanten. Mann, das passt doch zu dem Engel Streben, oder? Genau. Das ist doch irgendwie unglaublich. Also, was sagt denn der Engel fürs Streben? Der sagt, das Streben nach einem Ziel hält dich auf deinem Weg in die Unendlichkeit, vom Jetzt fern. Also geht es auch darum, sich klar auszurichten Ja, auf das, was man und möchte. in Hier und Jetzt sein. Der ist ja auch hier wie so ein Beam gezeichnet, wie Genau. so ein Laserstrahl. Sei ganz, ganz klar. Und ich finde auch hier diese Konzentriert. Wellen, das ist das, als wenn das Universum dir mit der Resonanz antwortet, je klarer du ausgerichtet bist. Aber hier sieht es nochmal aus wie ein Gesicht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich finde, das sieht aus, als wäre da ein Gesicht drin. Die sind so schön, die Karten. Ja, Als wenn man sehr durch ein schön. Stroboskop schaut. Sehr Dann schön. haben wir hier fürs Berufliche die Karte Editor. Also da sitzen welche an der Schreibmaschine, konzentrieren sich, was sie schreiben. Und das Süße ist, das sind ja Kinder hier, dass du mit dieser kindlichen Freude daran gehst, und deine Leidenschaft fließen lässt hier. Und einfach machen, anfangen, ohne Perfektionismus dahinter. Einfach tun. Lass die Freude dein höchstes, dein Führer sein.
Und für die Liebe haben wir hier die Flitterwochen. Und dein innerer Schatz, das ist doch toll, oder? Ja. Sieht doch gut aus, oder? Da scheint doch was zu gehen. Je Und der besser du dich Engelchen. ausrichtest, ja, mit Engel auf dem Boot. Also je besser du dich ausrichtest, kommst du an den Schatz auch ran, in allem, im Beruflichen und in der Liebe. Ich sehe auch eine Verbindung Mond und Wasser, irgendwie die Gefühle sich treiben lassen, die Gefühle erkunden, tief ankommen in den Gefühlen bis zum inneren Schatz. Oh, toll. Ja, passt. Also das klingt nach einer sehr glücklichen Zeit im März. Je klarer du dich ausrichtest, kannst du das natürlich hier unterstützen. Dann kommen wir mal zum April. Gucken wir mal, wen wir da so haben. Da haben wir hier den Engel Nummer 9. Bewusstsein. Im bewussten Zugang zu deinen Gedanken, Gefühlen und Taten entsteht wahre Größe, entsteht Unbegrenztheit. Geht auch um Ausdehnung, um Befreiung. Ja, Toll. ich habe auch jetzt an Befreiung gedacht. Befreiung, ja. Der Absolut, sieht ja auch ja. so aus, als ob so. So Luft und Raum und Toll. Zeit. Dann haben wir von Gabriel die Karte. Nurture yourself, also tu dir selber Gutes, nähre dich. Und für die Liebe achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Ja, das passt auch gut. Was hast du Ich noch habe jetzt die dazu? Fülle. Die Fülle. Abundance. Also zähle deine Segnungen, die du hast. Schätze, wertschätze, was du bereits schon hast und umarme die Wahrheit. Die Wahrheit um den Wohlstand. Sieh den Wohlstand um dich herum. Das kann Natur sein, das kann, ja, die Natur ist ja Fülle. Also es geht hier auch nicht immer ums Geld. Natürlich ist das auch wichtig, aber die Fülle, das kann auch die Fülle an Gefühlen sein, die Fülle an Ideen, Oder Freude. Freude. Oder einfach mit sich selber gut sein, ist ja auch schon Fülle. Gute Gedanken zu haben über sich. Also das war der Engel, der einen befreit auch irgendwie, ne? Wie hieß der nochmal genau? Das ist Engel der, Der also Bewusstsein. Bewusstsein, Engel des Bewusstseins. Also da macht man, sag ich mal, so einen Quantensprung, da werden einem Dinge nochmal Ja, klar. ich habe das Gefühl, da erkennt jemand seine wahre Größe. Da kennt jemand seine wahre Größe und das führt natürlich auch dazu, dass man sagt, sich abgrenzt auch und dass man sagt, Ja. jetzt brauche ich Ruhe, jetzt brauche ich gutes Essen oder Natur oder so, ne? Und das sehe ich jetzt, wenn ich jetzt weiter irgendwie, ja, was mir als Inspiration kommt, dass man aufmerksam wird, was man bisher für Muster hatte, die einen selbst klein gemacht haben. Genau, Also, wo man praktisch sich nicht genährt hat, genau. dass man da sagt, Mensch, ich habe mir früher vielleicht da keinen Schlaf gegönnt oder ich bin dann noch mal weggegangen, obwohl ich eigentlich schon total fertig war, ne? Genau. Dass man einfach da, ja, das passt Da gut. wird dir der Schleier Der Schleier entlüftet. wird hier gelüftet, Genau. ne? Da macht jemand den Schleier weg und es wird einem vielleicht klar, wo man genau, und der Engel gibt dir die Einsicht, wie du zu mehr Fülle kommst, Genau. wie du dich besser näherst. Auch hier auf dem Bild, so würde ich das sehen, Ja. bekommt man die Einsicht oder man wird Da auf wird einem etwas ja auch was hingewiesen. gegeben, ne? Hier kommt ja dieser Engel und gibt dir was. Genau. Wie so ein Licht. Toll. Also Leute, das klingt super. Im April geht es nochmal um Befreiung und von Dingen, die du praktisch dir nicht so gut tust, dass du die einfach erkennst, dass du das nicht mehr brauchst. Toll. Dann schauen wir mal in den, sind wir denn jetzt Mai, ne? Schauen wir mal in den Mai hinein. Haben wir als erstes einen Engel, der so aussieht, einen ganz orange-gelben Engel. Hier steht Schauen wir mal. Wir machen heute Teamwork hier. Fließen. Fließen. Löse dich von deinen Problemen. Werde wie das Wasser im Bach, Fluss, Strom und Ozean. Sei eins mit dem Leben. Wow. Fließen von Gabriel kommt Prosperity, Fülle. Ja, Genau. die Karte ist so schön, weil Vorhin sie hast du ja gesagt, das Geld muss fließen, also. habe ich vorhin gesagt, vorher haben wir was gesprochen wegen der Rechnung. Und hier für die Liebe, gib deiner Beziehung eine Chance. Wohlstand fließen, gib dir, lass es auch in der Liebe fließen. Und was hast Ja, du auch noch? passend zum Fließen, nämlich die Ah, Kommunikation. die muss auch fließen, ja? Ja,
Also sagst du, was du sagen möchtest. Leg's mit Eine rein. klare Kommunikation wird dir viele großartige Türen öffnen. Wow. Leute, lasst im Mai die Kommunikation fließen, da wird es auch schon wärmer. Ja. Da blühen dann die Pflanzen, wir gehen mehr raus, da gibt es wieder die Liebesgefühle. Ja, kommuniziert, nonverbal, verbal, mit Blicken, etwas fortgehen. Ja, es ist so viel Fülle da. Die Es Fülle gibt, war ja schon im April, die war hat sich schon da. angekündigt und Ja, hier kommen die. da kommt schon, der Samen geht schon etwas auf, oder? Genau. Kommuniziert, gerade auch in Beziehungen, wo es jetzt länger schon hakt, richte dich klar aus, dass die Fülle, die Lösung ist auch immer schon da. Ah, Richte vor dich allem, aus. mir kommt es, zeigt eure wahren Gefühle, also keine Spielchen spielen. Ja. Das kam jetzt so ganz direkt. Ja, es kommt auch öfter im Also Liebesreading, keine echt Masken sein aufsetzen. und ja, man kriegt ja manchmal die Tipps so, nein, nicht so, aber ich würde sagen, einfach alles auf eine Lass Karte es setzen. fließen, lass es fließen Lass und es fließen und steh zu deinen Gefühlen. kommuniziere deine Wahrheit, ja, lass es fließen, wer du wirklich bist und wie es dir geht mit dieser Person und richte dich darauf aus, dass die Lösung für euch auch immer da ist. Die will auch zu euch fließen. Also, wenn du dieses Gefühl hast, einfach zu reden, dann lass es zu und dann sage deine Wahrheit. Toll. Also ich finde, das fließt jetzt hier auch gerade schön. Es Sehr schön, ja. fließt gut. Dann schauen wir jetzt in den Juni hinein. Wow, Engel Nummer 29, den hatten wir neulich schon, aber ich habe mir nicht Oh, gemerkt. da ist schön. Göttlicher Auftrag. Hast du deinen Weg aus den Augen verloren, so begib dich in die Stille. Dein lachendes Herz ist der Wegweiser. Ah, wow. Nee, den hatte ich in einem persönlichen Reading. Der war gar nicht in einem. Wow, der hat's doch in sich. Also Das den, ist toll. der haut jetzt hier rein, finde ich. Ich hatte auch beim Mischen das Gefühl, dass ab hier nochmal eine stärkere Energie kommt. Nochmal. Dann kommt die Karte Sensitivität und von der Liebe. Du verdienst es, geliebt zu werden. Was Sehr hast du schön. noch? Ich habe hier die Balance, also Balance. Gleichgewicht. Womit fühlst du dich richtig gut jetzt? Das bringt eben das Gleichgewicht in dein Leben. Also Was das, was du brauchst du? brauchst. Und dieser Engel, der verbindet dich mit dem Göttlichen, wenn du still bist, oder? Wenn du Ja, zuhörst. für mich sieht er aus wie so ein Diamant, Ja, der so toll. sich rauskristallisiert. Hat auch so eine Michael-Qualität, Ja, ein bisschen wie so ein Schwert ein bisschen. ganz Sehr, sehr klar wie schön. Bergkristall und es ist blau, also. Toll. Also, ich habe das Gefühl, dass vielleicht von außen sehr viel los ist und man diese Stille auch braucht, Ja, um zuzuhören und dass sieht man man, auch hier, sie ist ja, fokussiert sie auf richtet das, sich aus. genau, auf das, was sie will. Also, was willst du? Was lässt dich ins Gleichgewicht kommen? Und hier auch Stille die Karte Baba. passt ja auch, weil diese großen Gefühle, die vielleicht auch im Alltag gar keinen Ausdruck finden und trotzdem diese Gefühle, die einen so mitnehmen. Wie Genau. findest du die Balance, um deinen Gefühlen umzugehen und dich, ja, nicht unbedingt so mitreißen zu lassen, im Genau. negativen Sinne, dich auch zu nähren und die Stille die Antworten Genau. bringen zu lassen. Also nicht nur im Außen gucken, auch wirklich jeden Tag ein bisschen für dich sein, durchatmen und dich spüren, dein Herz spüren. Also mir, ich habe das Gefühl, dass hier viele Gefühle, dass die Ruhe als Ausgleich sehr wichtig ist Ja, im Juni. genau. Und in sich bleiben, bei sich bleiben. Wie du gesagt hast, sich nicht mitreißen lassen, sich Ja. nicht ablenken lassen, sondern einfach das, Ja. was man möchte, im Auge behalten. Und was mich jetzt auch anschaut, es sind unheimlich viele kleine süße Engel bei dir. Denn falls du das Gefühl hast, irgendwie ist es schwierig im Außen, du bist nie allein und du wirst diese Verbundenheit kriegen, wenn du in die Stille gehst, wenn du die Ruhe zulässt, dann wirst du deine Balance finden. Wunderbar. So, dann gucken wir mal in den Juli rein und schauen wir mal, welche Engel da kommen. Welcher Engel? Wow, der sieht auch schön aus. Nummer 15. Mann, ich liebe diese Karten. Lernen. Lernen?
Im fortwährenden Wachsen liegt das Licht der Lebendigkeit und der Unendlichkeit. Oh, wow. Das sind tolle Farben. Oh, ja, echt zum Verlieben. Dann haben wir Vision Board. Das ist ja witzig. Da sollten wir ein Vision Board Seminar machen. Ja, machen wir noch eins, okay. Da soll man ein Vision Board kreieren und dann kommt die Karte Leidenschaft. Wow. Und dann gucken wir, was für ein Impuls von Nima kommt mit ihren Karten. Victory. Sieg. Besser geht's ja gar nicht. Also die Leidenschaft siegt. Yeah. Also du bist ein Gewinner mit Hoffnung und einer positiven Geisteshaltung und Mut wirst du das, was du möchtest, was du willst, bekommen. Wow. Also sei ganz mutig, trau dich hier auch, das auf dem Vision Board draufzubringen, deine Wünsche dem Universum klar zu sagen. Ich meine, du kannst ein Vision Board machen, das ist kraftvoll, du schaust es immer wieder an, du kannst es auch aufschreiben, du kannst darüber reden, einen Song machen, du kannst eine Geschichte schreiben, aber irgendwie ist diesen Wunsch verstärken auf irgendeine Art. Und nicht bewerten, so ungefähr, ich darf mir nicht sowas wünschen oder das ist zu viel, sondern einfach sei ehrlich, klotzen, lass es fließen. Nicht kleckern, klotzen, sage ich immer. Wie? Wie? Nicht kleckern, klotzen. Was heißt das? Also nicht klein denken, sondern Großträume. Ah, großdenken. Toll. Ja, das passt ja auch, wenn man hier die Wünsche fließen lässt, ja, und alles in die Balance bringt und zuhört, dass man dann sich die Leidenschaft eingesteht. Na klar, das passt doch. Und hier kommt so, der Engel des Lernens. Was brennt in dir? Was willst du? Aber vielleicht werden die ein oder anderen sich da auch schon verlieben und schon Erfolg haben und schon, es wird schon Ausdruck finden im Außen. Also da kann es schon weitergehen. Wir schauen natürlich in die persönlichen Botschaften rein, wo du dich dann auch nochmal wiederfindest. Und dieser Engel des Lernens heißt natürlich auch spirituell für mich jetzt, so wie ich es verstehe, du wirst lernen, je klarer du dich ausrichtest, je positiver du denkst, dass das wirklich funktioniert. Das ist eine Erfahrung irgendwann. Und dann sagst du, wow, ich war jetzt so und so klar und Mensch, da hat sich doch was verändert. Ich habe da jetzt was verstanden. Also so verstehe ich den Engel, dass man gute Erfahrungen sammelt. Ich sehe auch Lernen auf verschiedenen Dimensionen. Also auch im Schlaf, durch die Träume. Einfach diese Bewusstseinserweiterung, die man erfährt. Also man lernt eigentlich immer. Ja. Es ist nicht nur, wenn man am Schreibtisch sitzt und in Büchern schaut, sondern... Ja, auch wenn du Menschen zuhörst, wenn du Menschen in der U-Bahn, du musst nur mal ein paar Gesprächsfetzen. Es ist... immer was los. Also es ist immer was, wo man auch sagt, wenn man da zuhört, es betrifft ja auch mich, ne? Ja. Oder du schaust einen Film und dann schaust du, was bewegt es in mir. Oder natürlich kannst du auch noch mal neue Dinge lernen, noch mal eine Ausbildung machen oder so. Aber ich habe das Gefühl, es geht um spirituelles Lernen, um auch eine Erweiterung da. Wow. Also diese beiden Karten hier lachen mich sehr stark an. Bleibt sehr klar ausgerichtet, was die Liebe angeht, ja. Das hat wirklich Hand und Fuß. Sich das klar. Ist auch Hochsommer, Juli. Wow, da sind wir eh viel draußen. Ist Feuer. Es ist warm. Ja. Sonnig. Ja, super. Dann schauen wir in den August hinein. Ferienzeit. Urlaubszeit. Och, ist das ein schöner Engel. Engel Nummer 11. Sehr schön ist der. Der sieht toll aus. Wer ist denn das? Engel Nummer 11. Die Schönheit. Die Wahrnehmung deiner inneren Schönheit öffnet dich für die Pracht der Schöpfung im Äußeren. Das passt doch sehr zu dieser warmen Jahreszeit, oder? Ja. Aber es klingt auch nach, ja, du hast gelernt, wer du bist, dass du schön bist, wie du bist. Dann... haben wir Writers Group, also etwas schreiben mit anderen. Und die Karte Zeit des Wartens, göttliches Timing, bestimmt dein Liebesleben. Und was hast du noch gezogen? Ich habe sogar hier die Feng Shui-Karte gezogen. Wow, die Feng Shui-Karte höchstpersönlich. Genau. Erzähl mal, was das bedeutet. Also, wie fühlst du dich in deinem Haus oder in deinem Büro? Du kannst deine Wohn- und Arbeitsräume mit den kraftvollen Werkzeugen des Feng Shui verbessern. Also ich sage immer, Feng Shui ist wie ein Werkzeug. Man muss auch nicht dran glauben. Wir sind ja trotzdem umgeben von unseren Möbeln und unseren Dingen. Ja. Genau. Also soll man praktisch im August schauen, dass man die Wohnung optimiert?
Weil es ist ja so ein bisschen Urlaubszeit, Ja, ne? wenn man Zeit und Lust hat, vielleicht wird man einfach das Gefühl haben, man möchte jetzt einen frischen Wind haben in seinen Räumlichkeiten. Neue Farben, Genau. neue Materialien oder Dinge aussortieren. Toll, schauen wir mal die anderen Karten im Zusammenhang. Das war der Engel der Schönheit. Ja, na klar, wenn die Wohnung auch schön ist, fühlst Ja. du dich ja selber auch wohl, ne? Wenn alles so neu und Vor frisch allem ist. alles reflektiert ja, unsere Wohnung reflektiert, wie wir uns im Inneren fühlen. Also das ist so ein Zusammenspiel miteinander. Ja, wenn wir auch mehr Selbstliebe haben, dann wollen wir es ja auch schön haben, sozusagen, oder? Genau. Genau. Und Writers Group, das ist jetzt mehr das Berufliche. Man könnte man natürlich auch als manifestieren bezeichnen, wenn man Dinge aufschreibt, ja. Es geht aber auch darum, create or join a Writers Group to gain inspiration, friendship and support. Vielleicht, ja, auch um zu schreiben, um zu manifestieren, aber auch um mit anderen zusammen an etwas zu arbeiten, habe ich das Gefühl. In Ja. einer Gruppe zu arbeiten, ein Blog. Es könnte auch was Schöngeistiges sein, einfach, dass man vielleicht Gedichte schreibt oder Geschichten oder ja, wie du sagst, im Modernen dann Ja, Blogbeiträge ein machen. Blog macht ja heute jeder. Also ich habe noch keinen Blog, vielleicht kommt es noch. Reiseberichte, Was Schöngeistiges, etwas Tagebuch. Reiseberichte, ja, das ist schön. Ja, und hier Zeit des Wartens. Da habe ich gerade irgendwie das Gefühl, weil alle wegfahren, dass man vielleicht nicht so viel zusammen sein kann oder dass nochmal irgendwas das Göttliche ein Ja, bisschen dass man blockt. vielleicht auch ein bisschen Ruhe hat für sich und diese Zeit der Ruhe nutzen kann. Um vielleicht alles Genau. umzugestalten, um ganz bei sich zu sein, um die Schönheit. Ja, das passt sehr Ich finde gut. schön, wie das Licht so da durchscheint. Durch die Flügel, Ganz ne? Finde ich auch sehr schön. schön. Die sind ja in der Natur draußen, gell? Okay, also das klingt super, finde ich. Also nochmal ein bisschen sich umorientieren oder es sich schön machen, innen und außen oder auch mit, ja, schöne Bücher lesen vielleicht auch, am Strand liegen, Ja, lesen. genau. Und es klingt mir auch, als ob da viel sich umgeordnet hat durch die Ja, Prozesse, auf ja? jeden Fall ein bisschen strukturierter und ruhiger, Mhm, schöngeistig. Schön, toll, passt doch gut in den August. Dann schauen wir in den September. Da haben wir diesen Engel hier. Oh, der ist auch sehr schön, sehr farbenfroh. 48. Oh, Engel der Fülle, über deine Klarheit im bewussten Sein gelangst du zur Fülle. Sie ist verbunden mit der Kraft der bedingungslosen Liebe. Engel der Fülle. Sehr gut, im September. Dann haben wir dazu das Gesetz der Anziehung schon wieder. Das Ja. wiederholt sich. Fülle, Gesetz der Anziehung und die Karte Trennung. Und was hast du noch dazu Ich habe gezogen? jetzt die Karte Fokus. Bleib Bleib fokussiert. zentriert. Was ist das? Das, was du jetzt willst. Super. Das passt auch, Was willst du wenn genau? es jetzt hier vielleicht aus irgendeinem beruflichen Grund viel Arbeit zu einem zeitlichen, räumlichen Trennung kommt, dass man trotzdem klar ausgerichtet bleibt, denn das Gesetz der Resonanz wirkt, dass du trotzdem die Liebe spürst, die Verbindung spürst, Prioritäten setzen. Prioritäten Kommt mir setzen, jetzt so dazu. wenn man sehr viel arbeitet oder viel Stress hat oder so. Allgemein Priorität, was ist mir das Wichtigste? Das packe ich jetzt an. Oder was ist jetzt für mich das Wichtigste? Klar ausgerichtet bleiben und die Engel der Fülle begleiten dich, die unterstützen dich, dass du wirklich in dem Fülle-Denken bleiben kannst, in deiner Anbindung bleiben kannst. Es spürt sich an, als ob sehr viel los ist im September. Ja, dann ist wieder die Urlaubszeit vorbei, wir arbeiten wieder sehr viel und fokussiere dich auf die Fülle, die ist immer da. Ja. Nimm dir auch Zeit für Ruhe, um dich fokussieren zu können. Sehr wichtig im September. Sehr Dann schön. gucken wir in den Oktober hinein. Sind wir gleich rum. Da haben wir, oh, der ist auch so schön, Engel Nummer 31. Die Rückbesinnung. Als Wanderer durch Raum und Zeit stehen dir im Moment der Erinnerung alle Gaben und Fähigkeiten wieder zur Verfügung. Der Schlüssel ist das Loslassen. Wow.
Ja, Rückbesinnung klingt super. Dann haben wir dazu Retreat. Das passt. Das passt total. Es ist auch Rückzug und Besinnung. Ja, Oh, das passt das passt. auch. Das Kontrollthemen los, das passt. Ja, und das habe ich Was hier. hast du? Die Familie. Ja, Familie. Also ehre deine Wurzeln und deine Eltern und Vorfahren. Deine Familie ist wichtig für dein Wohlbefinden. Jetzt würden natürlich viele sagen, nein, ich fühle mich nicht wohl mit meiner Familie. Es geht darum, dass man sie so nimmt, wie sie ist, sie ehrt und achtet. Denn ohne die Eltern, ohne die Vorfahren wäre man nicht da, wo man ist. Und alles, wie wir wissen, leider ja, im Guten wie im Schlechten, hat ja auch seinen Sinn und hat dazu beigetragen, dass wir jetzt heute so sind, Ja, dastehen. besinn Und dich darauf. Das genau. passt alles zusammen. Das ist wie ein Satz, oder? Ja. Also, wenn jetzt Vor vielleicht. allem lass auch das Alte los, lass los, dass du andere immer verändern willst. Fang bei dir an. Ja, oder dass andere sich nicht so verändern, wie du das gerne Genau. willst, dass sie so langsam sind oder ihre Genau. Muster noch haben, was dir vielleicht wehtut oder so. Genau. Aber zieh dich ruhig auch zurück, wenn Ja. sie dich kontrollieren wollen oder sie dich. Ja. Also es ist Gegenseitigkeit, dass man einfach einander wertschätzt, achtet, respektiert. Toll. Und sich So rückbesinnt, das ist sieht's ja aus. dieses Licht hier hinten auch, wer man ist, durch Ja. Raum und Zeit. Also du hast hier zwar dieses irdische Leben, aber du bist noch sehr viel mehr und dass du dich an deine wahre Größe erinnerst. Und dafür brauchst du auch Ruhe. Also du wirst auch davon, wenn du dir mal einen kleinen Wochenendausflug oder alleine ein paar Stunden irgendwo hinzugehen in die Natur, du wirst da sehr von profitieren, ruhig zu werden. Ich weiß nicht, was los war. Es spürt sich an, als ob irgendwas rumpelig war. Also ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier so ein bisschen unruhig im Feld, in der Energie für alle. Und wo nochmal Familienthemen innerlich hochkommen. Und du brauchst da wirklich diese Ruhe und die Engel unterstützen dich. Dass du einfach die Liebe, siehst du hier dieses zarte Rosa, dass du die Liebe sehen kannst, die auch durch alle Ahnen, Generationen weitergegeben wird. Und die ist auch in dir die ganze Zeit. Und darauf darfst du dich auch gerade in schweren Zeiten besinnen. Und auch vielleicht, wenn andere sie gerade nicht haben, dass du dich an deine Liebe erinnerst. Also meditieren und Rückzug wird dir helfen. Ja. Das kann man eigentlich immer sagen, ja. Das ist fast wie Zähneputzen, finde ich. Das ist Geisteshygiene. Ja. So, jetzt kommen wir schon zum November. Gucken wir, welcher Engel da kommt. Wow, sieht doch nach Liebe aus, ha? Nummer 45. Ja, die Hingebung, dass ich stirbt und an seine Stelle tritt das Leben zum Wohle des Ganzen, das wir. Oh, wie toll. Das sieht schön aus. Dann haben wir Ask for what you want, bitte den Himmel ganz klar um das, was du möchtest. Und bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Was hast du Ich denn? habe die Karte Geduld. Irgendwie zieht die sich durchs ganze Jahr, die Geduld. Alles, was du willst, kommt zu dir im perfekten Zeitpunkt, Timing. Keine, wie sagt man? Not oder ist es nicht Genau, du nötig? brauchst dich nicht zu hetzen. Genau, wunderbar. Also, einmal haben wir den Engel der Hingabe. Ja. Genau, gib dich hin und lass geschehen. Ja. Das kommt zur rechten Zeit. Hingabe ist auch so ein Loslassen. Das heißt auch für mich so, ich habe Vertrauen, dass das, was gerade ist, die Menschen, mit denen ich bin, sind richtig. Ja, Ich bin richtig. Hingabe an das, was ist. Ja, hab Jetzt. Vertrauen, dass das so stimmt. Du musst nichts schieben, nichts drücken, nichts forcieren. Also klar bleiben schon, aber nichts drücken oder bewerten. Es Einfach sein lassen. lieben, was ist. Liebe das, was ist. Erhöhe. Hier ist so viel Liebesfarbe drin. Ja, sehr schön. Liebesfarbe. Ja. Und dann, wenn du Probleme hast dabei, wenn du sagst, ich kann gerade nicht geduldig sein, ich krieg Angst oder ich werde nervös, dann bitte den Himmel, dir zu helfen. Sag dem Himmel, wo die Engel dir nochmal Sorgen, Zweifel, Ängste runternehmen dürfen von den Schultern.
Vor allem sende aus, was du willst, aber Ja. dann lass los. Sei im Hier und Jetzt und gib dich hin. Ja. Du hast es schon gesagt. Und dann hab Vertrauen, dass der Samen aufgeht. Genau. Bleib weiterhin optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben und hab Geduld und sei positiv vom Denken. Ja, das zieht sich durchs ganze Jahr, ihr Lieben. Der Hund ist ja auch sehr geduldig, also Ja, der Erdhund. der Erdhund ist sehr geduldig. Die Du hast Erde. doch so ein schönes Bild, zeig doch mal den süßen Weil die Hund kurz in Erde die ist ja Kamera. fest. Feuer war ja so. Zeig Schnell mal und den die kleinen Hund Erde. hier. Ich habe jetzt immer so. Das, dieser Hund, Kommt über der die sieht doch Farbe. sehr, sehr freundlich aus. Und so freundlich dürfen wir sein, was die Liebe angeht. Ja, dass wir immer Geduld haben und Vertrauen haben. Dann schauen wir jetzt in den Dezember. Ich bin total gespannt, der Abschluss des Jahres, welchen Engel wir haben. Hier haben wir einen blauen Engel. Der sieht auch sehr flüssig aus, wie Wasser. Nummer 37. Welcher Engel ist denn das? Das ist Erst mal gucken, wo das steht. der Engel. Also in Gott sein. Licht und Wow. Freude kommen aus der Kraft der göttlichen Liebe. Das klingt schon nach einem Weihnachtsengel. Ja, das passt Das ist dazu. sehr lichtvoll. Dazu kommt von Gabriel die Karte göttliche Führung. Und von der Liebe Past Life Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Und was hast du? Ich habe jetzt ein bisschen Kontrastprogramm und zwar gesunde Passt doch. Grenzen. Ich finde es ganz Manchmal gut. ist ein liebevolles Nein ein Ja zu dir selbst. Ja, das ist in der Also ich Liebe denke jetzt wichtig. in der Weihnachtszeit vielleicht der Stress, vielleicht kann man, wenn man zu viel Stress hat, auch mal Nein sagen und sich besinnen auf das, was wirklich wichtig ist für einen, dass man sich nicht in den Stress hineinziehen lässt. Ja, aber man darf natürlich auch in Beziehungen, wenn der Partner jetzt, sage ich mal, sehr gestresst ist mit seinen Eltern, Familie, man darf dann auch sagen, ach, ich brauche jetzt Ruhe oder da darf man auch die Selbstliebe natürlich Auf walten jeden Fall, lassen. genau. Das darf man immer in Freundschaft, Familie, überall. Und hör hier auch noch mal wirklich im Dezember auf deine göttliche Führung. Die schickt dir Eingebungen, Träume, Ideen, vielleicht dann wieder fürs neue Jahr. Auch natürlich Rückzug. Das ist wieder die Zeit, wo wir still sind, wo wir wieder drin sind. Tee trinken, Kerzen anhaben, Bücher lesen. Und das war der Engel für mit dem Gott verbunden sein, ja? Ja, genau. Mit Gott verbunden sein. Also ich habe auch das Gefühl, dass es eine sehr mediale Zeit sein wird, dass Ja. man wirklich, wir werden die einen oder anderen wirklich die Engel singen hören. Nein, das war jetzt ironisch. Oder also wirklich mediale Kontakte herstellen können. Und es gibt tatsächlich Engelsgesang, den man hören kann. Das gibt es schon auch. Also das Universum besteht aus Klang. Vielleicht hört ihr wirklich Botschaften. Ich habe das einmal im Traum gehört. Was die Engel Ich werde sagen. das nie vergessen. Engelgesang im Ja, Traum. ich kenne auch Musik. Also man sagt es ja so im negativen Sinne, ja, er wird die Engel singen hören, aber das meint ja dann was anderes. Aber man kann wirklich, ich habe auch schon Träume von Musik gehabt, die wunderschön waren. Also das Universum wird sich dir immer mehr öffnen. Und in Beziehungen. Ja, da ist eine starke Anziehung, eine starke Liebe. Du wirst es spüren, du kommst da nicht aus dieser Anziehung. Ihr werdet schon mehrere Leben zusammen sein. Ihr habt hier noch was zusammen zu erledigen. Du wirst mit niemandem diese Anziehung verspüren wie mit dieser Person, ja? Und auch gerade wenn du diesen göttlichen Kanal hast zur Winterzeit, hatten wir ja jetzt gerade, dann sind die Schleier so dünn. Du wirst es so spüren, da ist diese Liebe, die ist so groß. Und auch wenn dann vielleicht andere sagen, ja, spinnst du, was machst du denn da? Dann sagst du, das ist mir jetzt egal, was du sagst. Ich weiß, was ich spüre. Ich spüre das Göttliche und ich lasse mir von keinem was ausreden. Dann grenzt du dich auch da ab, ne? Sehr schön, das hast du sehr, sehr schön gedeutet, finde ich. Ja, und schau doch, wie sie da zusammenstehen. Das ist doch schon, Ja, sehr berührend.
Also, ihr beiden, habt Geduld. Ich finde, das ist doch zum Abschluss, wenn man das ganze Jahr so sieht, dann ist es doch nochmal so ein richtiger Hoffnungstropfen hier. Dann schauen wir jetzt hier, nicht die Hand verbrennen, in die persönlichen Botschaften rein. Ich beginne hier mit diesem Botswana-Achat. Also, schauen wir mal. Was hast du denn für eine Karte für das ganze Jahr? Huiuiui, die ganzen Steine hier übereinander. Geduld. Meine Geduld öffnet für alle einen Raum von heilsamer Entschleunigung. Ja, wunderbar. Das zieht sich eh durchs ganze Jahr, dass wir immer mehr geduldig werden. Maria Magdalena sagt dazu, dass die Engel dich übers ganze Jahr begleiten. Du darfst sie immer rufen, in jeder Situation. Du hast so viel Engellicht bei dir. Und besinne dich immer wieder darauf, gerade in Zeiten, wo du vielleicht die Geduld verlierst oder gerade vielleicht die Familie dir reinredet, Freunde oder andere Dinge noch. Wir haben ja nicht nur Liebesthemen. Ruf die Engel immer da mit dabei. Ich weiß, schöner Deutsch, aber kommt gerade so. Und die Abenteuerlust kommt auch. Ja, diese Karte, das ist ein kleines Einhorn, das ist ein Kind-Einhorn, das denkt nicht viel nach, das stürzt sich in neue Themen rein, ohne das zu zerdenken. Einfach, ja, zack, ich rufe da an, wir treffen uns, ich denke jetzt nicht lang nach. Also diese Energie, einfach mal neu zu sein, auszusteigen aus alten Programmen. Hast du noch eine Idee? Was kriegst du noch Impulse? Also wir werden auf jeden Fall sehr geleitet und es kann sein, dass spontan sich Dinge ergeben und dann sei einfach abenteuerlustig, ja? Genau, mach verrückte Dinge, geh raus in die Natur. Guter Gegensatz also, zu Geduld. Genau, das wollte ich jetzt auch sagen, das ist einfach so ein Ausgleich. Ja. Du kannst weise und geduldig sein, aber lustig und abenteuerlustig wie ein Kind. Ja. Spontan. Hab trotzdem Freude. Beides braucht man und die Engel sind immer im Hintergrund dabei. Genau. Sitz nicht nur im Zimmer und ich muss jetzt geduldig sein hier wie im Kloster, sondern du darfst wirklich leben, die volle Packung. Es darf Spaß machen. Ja. Es darf Spaß machen. Ganz viel Spaß. Mach ganz viel schöne Dinge in 2018. Gestatte dir das. Dann kommen wir zum nächsten. Hier, das weiße Steinchen, wenn du das hattest. Ich nehme jetzt mal gleich alle auf einmal. Also, von der Blume des Lebens kommt die Karte Karma. Ich verstehe meine karmischen Verbindungen und bin ein erlösender Mittelpunkt. Und, nee, jetzt habe ich mich verlesen, für alle, deren Karma mit meinem verwoben ist. Also da geht in diesem Jahr viel, du wirst viel verstehen. Ja. Also es ist ein heilsames Jahr. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass es so wie 2017, sondern es fühlt sich schon ruhig an. Ja. Es sind mehr Erkenntnisse, die du auch hast, wenn du still bist. Mhm. Nicht so turbulent. Es ist mehr was mit Liebe auch zu tun hat. Du wirst dich mehr lieben. Und vielleicht gerade jetzt, und das ging vielleicht vorher gar nicht, dass du dich mit allem annehmen konntest, aber in diesem Jahr wird es als neue Eigenschaft sich so ergeben, dass du dich annehmen kannst. Das spüre ich am meisten hierbei. Du wirst dich lieben. Ach ja, das passt. Also du wirst dir Dinge vergeben, die mit Sexualität zu tun haben. Die Karte heißt Hure. Oder Personen aus deiner Ahnenlinie, woraufhin die Sexualität blockiert war. Oder woraufhin man sich einfach jedem hingegeben hat. Diese Themen die können karmisch sein, das kann schon mehrere Leben anhalten und du wirst einfach liebevoll über dich denken, in Vergebung gehen, viel lernen über dich selber, wer du wirklich bist, durch Rückzüge, durch dich selber nähren und auch durch Abgrenzen von falschen Freunden. Ja, du wirst sehr viel lernen in 2017. Wir haben ja das Jahr der Venus. Das hat natürlich mit Sexualität und Liebe zu tun. Aber du wirst es auf eine neue Ebene heben. Du wirst dir da wahrscheinlich zu schade sein, mit irgendwem einfach so ins Bett zu gehen, sondern du wirst es mehr mit der Liebe verbinden, mit der wahren Herzensliebe. Falls du selber so ein Thema hattest, dann schauen wir die nächste Karte. Beschenke dich. Die ist schön. Ja, also auch wenn du vielleicht irgendwie so wilde Phasen hattest in deinem Leben, in der Jugend oder so, also ich kriege einfach auch
Es gibt entweder das eine oder das andere, also nicht nur im Zimmer sitzen und brav sein, das ist da der andere Gegensatz, sondern du darfst natürlich leben und Freude haben. Und mein Gefühl ist, du beschenkst dich selber am allermeisten, wenn du dich liebst, wie du bist. Wenn du dich ehrst, wenn du gut mit dir bist. Und ich kann euch sagen, auf der Erde wurde, was mit dem Thema Liebe angeht, auch viel Manipulation betrieben. Also wie Frau zu sein hat, wie Mann zu sein hat. Du wirst viele Erkenntnisse bekommen, wenn du still bist, und hab trotzdem Freude und strebe hier nach diesem hohen Stern, ja, nach dem, was dich verbessert, was dich gut macht. Was kriegst du noch für Impulse für diese Karma-Karte oder die Sexualität hier? Ja, vor allem nimm dich an, wie du bist. Die hat ja Also, auch du bist feurige ja rote Haare, so ne? exzentrisch, also so außergewöhnlich, und das macht dich ja aus. Du musst Ja. nicht so sein wie andere. Nimm dich an, wie du bist ein Geschenk. Ja. Also beschenke dich, indem du so bist, wie du bist und dich auch selber so annimmst, auch wenn andere sagen, die ist aber Ja. auffällig oder so. Nein. Ja. Wir brauchen dich. Ich Ja. krieg den Satz, wir brauchen dich so, wie du bist. Ja. Das stimmt. Es kommen ja auch immer mehr diese Lilith-Aspekte zurück, und die Lilith, die hat halt eine befreite Sexualität gelebt. Und ich sag mal so, durch die Kirche war viel eingesperrt, und wir brauchen auch Frauen, die einfach sagen, so, ich nehme mir, was ich brauche, und ja, damit auch gut sind, ja. Also, das ist auch spannend. Dann kommen wir jetzt hier zu dem Orangensteinchen. Gucken wir mal. Karneol ist es. Karneol ist es. Okay. Danke. Ich immer mit meinen Steinen hier. Die erste Karte haben wir Hingabe. Schön. Zweite Karte Heilung des Verrates. Und die dritte Karte Überfluss. Ah, schon wieder haben wir die Fülle. Also wir haben ganz viel Fülle in Ja. 2018 dabei. Und Ja, wieder klar, Hingabe. die Erde ist schon das Element für Fülle. Ja. Da kommt was zusammen. Toll. Also hier wird in diesem Jahr wirklich pardon, Fülle kommen. Du wirst sehr viel Liebe haben in dir, für dich. Also da ist viel Heilung passiert die letzten Jahre. Du hast viel an dir gearbeitet, viel Liebesenergie in 2018. Du wirst viel in der Vergangenheit geheilt haben. Also dein Herz ist immer leichter und freier. Du hast vielleicht in Ahnen Themen viel an dir gearbeitet, auch was dir passiert ist, dein Herz geheilt, so dass du dich jetzt viel mehr hingeben kannst, vertrauen kannst, dich wieder öffnen kannst und auch diesen Überfluss wieder wahrnimmst. Wie viel Freude, wie viel Begegnung, Liebe möglich ist und auch Job, Geld. Also Ja, da geht viel in 2018. Magie. Magie. Möchtest du auch noch von deinen Karten Ja, ich was habe drauflegen? Ich habe das nämlich gedacht, gerade schon gedacht. ja, ich dachte Wenn du auch, willst, dann mach doch für das jeden, würde das doch. ja, mach doch für jeden noch eine Information von dir. Ich Okay. hoffe, die anderen sind noch dran geblieben. Die Nima legt noch für jeden noch was drauf. Das finde ich jetzt schön. Also, Ich das lege die sieht jetzt super. verdeckt. Ja, dann können wir die Kannst du danach das um. gerne dann? Spannend. Und die will hierher. Okay, dann gucken wir nochmal hier vorne bei dem Botswana-Hut. Was kommt da noch? Hoffnung, da war ja die Karte Geduld, ja? Und ich glaube, optimistisch sein irgendwie. Und da hatten Geduld und Abenteuerlust Also und ja, die Engel. genau. Genau, und da kommt noch die Karte Hoffnung. Also das sieht doch gut aus. Und hier ist auch immer Ho'oponopono-Energie drin in diesen Karten. Super, also die Hoffnung begleitet dich. Dann haben wir in der Mitte die Karte. Power, Na, das passt zu das der passt rothaarigen. Ja, also da perfekt, ist eine Frau oder ein Mann, die viel genau. Libido haben und Power und vielleicht auch exzentrisch, wie du gesagt hast. Ja, und Und steh in das. deiner Kraft, und es ist für dich sicher, so kraftvoll Ja. und powervoll zu sein. Es ist sicher für dich, so zu sein, wie du bist. Es gibt bestimmt viele Menschen, die denken, wow, ich wäre auch gerne so, aber ich traue mich nicht, Ich ja? kenne da eine Kollegin, die so ist. An die Toll. muss ich jetzt dabei Ich auch. denken. Die. Und zu ihr sage ich immer, es ist schön, dass es dich gibt und wir brauchen dich. Toll, ja, super. Ich habe auch vorhin an die Freundin von dir gedacht. Dann schauen wir hier, was kommt denn da noch?
Übung. Exercise. Übung macht den Meister. Also in dem ganzen Jahr bitte übe das, positiv zu bleiben, dabei zu bleiben, ein bisschen zu meditieren. Auch Sport zu machen. Beweg dich. Beweg dich. Ach, das heißt auch so Übung. Nicht nur geistiges Üben, sondern auch also Sport. Also mach Sport und Bewegung zu einer Gewohnheit und dann wirst du dadurch mehr Energie haben. Und das bringt dir den Überfluss. Also ich finde, das sieht toll aus. Ihr seid alle toll. Liebt euch immer, immer mehr. Nehmt euch an. Bleibt einfach geduldig und im Vertrauen, ja, in der Hingabe. Wunderschöne Energie. Sehr schön. Was würdest du noch abschließend sagen? Wie fandest du das Reading? Ich fand es toll. Also das Jahr bietet sehr viel Potenzial und ich wünsche euch allen, dass ihr das volle Potenzial für euch zu eurem höchsten Besten ausschöpfen könnt. Ja, das wünsche ich, da schließe ich mich an. Ich wünsche jedem von euch, dass er die beste Version von sich selber wird und ihr einfach dran bleibt, euch immer wieder zu verbessern, euch zu lieben. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Ich bin irgendwie auch ganz ergriffen, dass mir gerade so ein bisschen die Worte fehlen. Es war eine tolle Energie hier im Raum. Es war eine wunderschöne Zusammenarbeit mit dir. Ja, vielen danke. Dank. Mit dir auch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Es war sehr schön. Also, viel Spaß bei diesem Jahr und wir werden uns hören und sehen. Und wenn ihr Kontakt wollt zu niemand, ihre Adresse steht unten drunter, ihre E-Mail-Adresse. Die Karten könnt ihr von ihr auch haben. Die sind schön, die kann man in der Handtasche haben. Die gibt es in einem kleinen süßen Säckchen. Da kann man die, sind ganz ökologisch verpackt. Vegan. Vegan sogar verpackt. Okay, alles Liebe und ein ganz schönes Jahr. Wir hören uns und sehen uns. Satnam. Tschüss.